Hallo zusammen. Heute ist der zweite Tag nach meiner Schulteroperation. Heute ist der 20.02.16. Ich möchte euch nun erläutern, wie mein erster Tag nach der Operation war und wie es mir bis jetzt ergeht. Ich habe nach der Operation noch ein Rezept bekommen. Ich habe bis heute Mittag noch 600 Milligramm Schmerztabletten, die ich dann heute um Mittag mit 800 fange ich dann an, 800 Milligramm Schmerzmitteln. Dann hat man ja natürlich dann noch andere Schmerzmittel zu Hause, die man dann so einnehmen kann. Oder auch die berühmte Tablette, die wahrscheinlich jeder kennt, wenn er einen Krater hat, wo er dann mit Glas Wasser einnimmt. Solche Sachen. Okay. Wie war mein erster Tag? Mein erster Tag danach verlief so. Ich hatte ja noch diese Blutflasche mit am Körper dran, an meinem Gurt mit dran, wo da das Wundwasser, sage ich jetzt mal, oder das Wundbluten noch austreten hat können. Diese wurde mir dann am ersten Tag um 8 Uhr musste ich wieder in die Tagesklinik, wurde mir dann weggemacht. Meine Schulter sieht ja nach dem zweiten Tag jetzt etwas anders aus. Der Schlauch verlief hier hinten rein in die Wunde und ich hatte sie ja über den Körper drüber an meinem Schultergurt hier festgemacht. Und wie ihr auf dem Bild ja sehen könnt, dass ich dann mal kurz einblende. Ungefähr, ich denke mal so 2 cm war der Schlauch in der Wunde drin. Beim Rausmachen habe ich nichts gespürt. Es hat einen kurzen so Schlürfzucker getan, weil das Vakuum rausging. Und dann habe ich gestern noch einmal so einen dicken Verband darüber bekommen. Heute um 9 Uhr war ich wieder in der Tagesklinik und habe diese kleinen Aufkleber bekommen. Ich habe hier vorne zwei, ich sage jetzt mal, Narben oder zwei Löcher, wo man die Operationsbestecke und die Kamera eingeführt hat. Und hier seitlich eins und von der Rückseite wurde mir das eingeführt. Meine erste Nacht verlief gut. Ich kam zu Schlaf. Es gab auch einige Phasen, wo ich komplett wach war. Auf dem Stuhl, auf dem ihr mich auf dem Bild seht, nahm ich die waagerechte Position ein, die ich jetzt auch die nächsten Tage aufrechterhalten muss. Für mich natürlich ungewöhnt, im Hocken sozusagen zu schlafen. Muss jetzt dreimal täglich bis Montag die Tabletten einnehmen, morgens, mittags, abends. Habe jetzt aber heute Nacht schon öfter die Tablette auch nehmen müssen, die was ich noch hatte. Oder andere dazu nehmen, weil mir einfach die Narben sind ja noch dazu mit Fäden zu. Tat so dermaßen weh, weil das ja jetzt alles wieder zuwachsen muss, dass ich da einfach Schmerzmittel nehmen musste. War heute Nacht auch ziemlich wach des Öfteren, die zweite Nacht. Wenn man dann merkt, okay, die Schmerzmittel fangen an zu wirken, dann kommt man auch ein wenig zu Schlaf. Den weiteren Verlauf werden wir jetzt sehen. Jetzt habe ich Montag, das ist der 22.02. um 9:30 Uhr den Termin in der Tagesklinik. Wir werden sehen, was dort gesprochen wird. Besprochen, ob sich hier wieder was verändert. Ich denke, es werden wieder neue kleine Kleber angebracht. Und dann werde ich mal sehen, ab wann ich den Arm ein bisschen bewegen kann oder darf, weil ich soll ihn ja jetzt nicht bewegen. Er bleibt jetzt immer in der Lasche hier drin. Soll dann auch so bleiben. Des Weiteren habe ich erfahren, dass es dann so weitergeht, dass man dann irgendwie einen Stuhl nach Hause geliefert bekommt,
mit dem man dann den Arm wieder einarbeiten muss. Ich melde mich dann circa 5 oder 10 Tage nach der Operation wieder. Können wir uns den Verlauf anschauen. Des Weiteren hoffe ich, dass ich dann irgendwann mal eine Ruhephase zwischendrin finden werde, um hier diese, ja, ich nenne es mal, die haben so einen Desinfektionsschutz oder für die Operation aufgetragen. Nicht gerade dünn, an der Hand habe ich schon probiert, ihn wegzumachen, dass ich den mal wegbekomme, zur Mitte der Woche. Wir sehen uns dann wieder so Mitte, Ende der Woche. Dann unterrichte ich euch wieder, wie es weitergeht. Wovor ich jetzt schon ein bisschen Bedenken haben werde, ist das Fädenziehen. Weil ich habe jetzt noch Schmerzen da, wo die offenen Wunden noch sind, die jetzt so langsam zuwachsen müssen. Und dann nochmal Fäden nachziehen. So ein bisschen Bammel davor hat man doch. Oder wie wird es dann wieder sein? Weil ich hatte noch nie so eine Operation, wie das Ganze vonstatten geht. Ich sage an der Stelle mal Tschüss und wir hören und sehen uns dann circa 10 Tage nach der Operation. Hallo zusammen, willkommen zurück. Es ist jetzt eine Woche her, dass ich meine Schulter-OP hatte. Ich möchte euch wieder auf dem Laufenden halten, wie es mir in der Woche wieder so ergangen ist. Ich hatte am Montag, den 22. einen Termin in der Tagesklinik und dort hat der behandelnde Arzt dann gemeint, dass ich meinen Arm auch mal aus der Lasche nehmen, gerade runterhängen lassen darf ich ihn und wenn ich hocke, auf das Knie legen. Also nicht nach außen drehen, also ich darf ihn nicht drehen und ich darf noch keine Bewegungen mit dem Arm nach außen machen. Diese Nacht von dem Montag auf den Dienstag war eine der mit noch schmerzhaftesten Nächte, weil die Narben durch das Operationsbesteck, wo er dort eingeführt wurde, das jetzt so langsam zusammenwächst und da hatte ich ziemliche Schmerzen. Dann muss man einfach selber abwägen, kann ich dort irgendwie noch eine Schmerztablette mit denen, wo man sowieso dazu bekommt, noch kombinieren. Vom Montag weg soll ich ja nur noch morgens und abends eine Tablette von denen 800 Milligramm Schmerztabletten nehmen. Aber dort hat es mir dann doch in der Nacht noch so wehgetan, dass ich mir dann eine dazu genommen habe und noch eine oder zwei von anderen Schmerztabletten. Man muss dann immer schauen, nicht dass es dann mit dem Magen irgendwelche Schwierigkeiten gibt. Dann hatte ich am Mittwoch, den 24.02. wieder einen Termin zur Nachkontrolle. Es hat sich nichts geändert. Ich habe wieder solche Pflaster drauf bekommen. Es hat sich so in der Sicht nichts geändert. Ich konnte auch in dieser Woche mir diesen Anstrich, was in der Operation noch drauf gemacht wird, wegwaschen. Bin auch froh, der wurde richtig dick drauf gestrichen, dass ich den wegbekommen habe oder dass man den bei mir dann weggewaschen hat. Weil das fängt dann auch irgendwann mit der Zeit zum Jucken an. Der weitere Verlauf bis heute, die Nächte sind bis jetzt, also sage ich mal so Mittwoch, Donnerstag, war okay, bin auch zum Schlafen gekommen und jetzt sind wir ja eine Woche nach der OP. Zum heutigen Stand muss ich ganz ehrlich sagen, an die da draußen, die einen Arm und gerade den Arm oder die Schulter mit Arm verloren haben, gerade mit dem, was sie ihr Leben bis jetzt beschritten haben, zum Beispiel ich bin jetzt Rechtshänder. Wenn ich jetzt meinen rechten Arm verlieren würde, ich muss echt da draußen den Leuten sagen, denen das passiert ist, ein großes Top, wenn sie ihr Leben weiterhin gestalten und auch über die Bühne bringen, weil man merkt erst, wie schwer das Leben dadurch wird, wenn man nur einen Arm zur Verfügung hat und mit ihm einige Sachen machen muss, die man mit dem
rechten Arm, in meinem Fall rechtshändig, ausführt. Es fällt einem richtig schwer und man kommt sich so hilflos vor. Man kann einfach Dinge, die man für selbstverständlich hält und jederzeit machen kann, wie ein einfaches Brot sich zurechtmachen oder andere Dinge, Abendessen, wird einfach nicht mehr so leicht sein. Dann sieht man so richtig komisch aus, weil man einfach dann mit der linken Hand isst und man muss sich das angewöhnen. Es geht einem schon nahe, wenn man bestimmte Sachen wie anziehen oder sowas einfach nicht mehr von selber kann, wenn man zu jedem, was man eigentlich selber macht, Hilfe benötigt und sagen muss, das oder das oder jemand, kannst du mir mal ein Brot machen? Das ist gerade das, wo mich so ein bisschen mitnimmt, weil ich ja sonst alles selber versuche zu machen. Dann gibt es noch gerade Ängste, sage ich jetzt mal. Ich denke drüber nach, wie wird es mal sein, wenn hier die Fäden gezogen werden. Ich hatte noch nie irgendwie so eine Operation oder irgendwie Wunden mit Narbenbildung oder wo man dann eben Fäden reingemacht hat. Wie wird das wohl sein? Ich habe am Montag, den 29.02., habe ich wieder einen Termin in der Tagesklinik. Vielleicht wird bis dahin mir schon gesagt, ab wann die Fäden gezogen werden können, weil ich denke, das wird nicht so schnell gehen, weil es muss ja erst einmal komplett zuwachsen. Kommen wir zu meinen Wünschen. Ich würde mir jetzt erstmal wünschen, dass ich nach 7 Nächte, jetzt wahrscheinlich 8 bis 12 Nächten, endlich aus der waagrechten Position meines Stuhls herauskomme und mal wieder eine waagrechte Position liegen kann. Ich möchte so gern mich mal wieder auf meine Schulter legen und würde mich freuen, wenn die Schmerzen in der Schulter aufhören, dass man das auch mal machen kann oder dass man sich endlich mal ins Bett legen kann auf die andere Schulter und mal ein bisschen dösen kann. Das vermisse ich ziemlich. Das war's wieder an dieser Stelle, eine Woche nach meiner OP. Ich hoffe, dass ich manchen da draußen einfach erklären kann, worauf sie sich schon mal einstellen können. Habt keine Angst vor so einer Operation. Ich hoffe, mein Video hilft euch darüber hinweg, nur damit ihr einfach mal wisst, wie es danach weitergeht, worauf ihr aufpassen müsst, was Ärzte zu euch sagen können. Ich würde sagen, ich melde mich dann in so einer knappen Woche, wenn es was Neues gibt, wieder und ihr erfahrt es dann wieder auf meinem Kanal. Bis dahin.